Heute ist Friends Day und herzlich willkommen. Während des Friends Days heute werde ich nicht nur eure Fragen beantworten, ich werde auch etwas Wäsche legen müssen, weil meine Hausarbeit holt mich irgendwie ein und ich muss sehen, dass ich das irgendwie kombinieren kann. Und Fragen beantworten und Wäsche legen ist, denke ich, kein Problem. Also, bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Es hat sich hier so viel getan über die Feiertage. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich an einem Punkt, wo ich merke, dass irgendwie die Wäsche hier explodiert. Ich habe viel mehr Wäsche. Ich weiß gar nicht genau warum. Die Kinder gehen natürlich total oft zum Sport und man könnte ja auch mal eine Wäschepause einlegen. Das habe ich auch tatsächlich mal versucht. Wäschte man einen Tag nicht oder zwei, lasst es einfach mal liegen. Kam auch irgendwie nicht gut. Wenn dann so gar nichts mehr da ist, kann das auch keine Lösung sein. Aber so als Familie, wenn alle zum Sport gehen und wenn man auch zum Schwimmen geht und wenn man auch zum Reiten geht und wenn ständig immer alles dreckig ist, ich glaube, das ist dann normal, dass so viel Wäsche zusammenkommt. Gut, dass ich nur drei Kinder habe. Hätte ich, glaube ich, vier oder fünf Kinder, ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich eine größere Waschmaschine, wobei ich schon eine echt große habe. Oder ich hätte, glaube ich, zwei Waschmaschinen. Ja. Ja, wahrscheinlich würde ich dann eine Waschmaschine zum Geburtstag bekommen oder so, obwohl das auch nicht schlimm wäre, aber naja. Also muss die Wäsche irgendwie in Schach gehalten werden und das werde ich jetzt mit euch gemeinsam praktisch tun. Ich hoffe ja sehr stark, dass ich mich auch auf die Fragen konzentrieren kann, während ich hier die Wäsche lege. Und ganz viele von euch haben gefragt, ob Weihnachten bei uns schön war, wie wir gefeiert haben, was es zu essen gab, ob nur wir hier gefeiert haben oder ob wir Besuch hatten. Und jedenfalls kamen sehr viele Fragen zu Weihnachten und zu Silvester auf. Und Weihnachten haben wir dieses Jahr zu fünft hier gefeiert. Das heißt, nur wir als Familie haben hier am Heiligen Abend gefeiert. Und wir haben uns das dieses Jahr so ganz entspannt gemacht, weil wir doch im Alltag auch sehr viel unterwegs sind und weil es immer viel zu tun gibt. Und mit drei Kindern ist das doch, ja, das Leben sehr bewegt. Es ist nicht immer stressig. Manchmal ist es stressig, aber nicht immer. Aber trotzdem ist immer echt viel los. Und deswegen waren wir doch, wann wir konnten, zu Hause, gebe ich zu. Und haben hier die Zeit verbracht, haben aktiv nichts gemacht, haben gespielt mit den Kindern. Die Kinder haben auch einfach nur gespielt und haben sich gefreut, dass sie den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen konnten, in den Garten gehen konnten und so ganz normale Sachen machen konnten. Und Heiligabend habe ich eine Vorspeise selber gemacht und eine Nachspeise selber gemacht. Also vorweg habe ich einen Salat gemacht und zwar den mit Wirsingkohl. Den mögen wir hier ganz gerne. Die Kinder fanden das jetzt nicht so mega, aber die haben die Walnüsse gegessen und so einfach kann es sein. Und als Hauptgericht haben wir dieses Jahr was bestellt. Und zwar wieder Sushi. Weil wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht und das war mega entspannt. Einfach nur mal irgendwie was zu bestellen. Wir feiern den Heiligen Abend immer relativ früh, weil unser kleinstes Kind ist drei. Und das ist jetzt schon entspannter geworden mit länger Aufbleiben. Aber es kommt immer noch relativ schnell zu dem Punkt, dass er einfach so müde ist. Weil der schläft jetzt seit ein paar Monaten auch gar nicht mehr am Tag und er hält das einfach nicht durch. Der klappt so um halb sieben dann zusammen. Und Weihnachten wollen wir das ganz gerne so haben, dass die Kinder auch ihre Geschenke bekommen und natürlich auch damit spielen können, weil nichts ist schlimmer als Geschenke ausgepackt und dann soll es dann bald ins Bett gehen. Das geht ja wie Weihnachten gar nicht. Man muss ja seine Geschenke genießen und auspacken und sich freuen können. Und deswegen fangen wir meistens mit dem Essen schon so gegen 14 Uhr an und es ist dann praktisch schon fast dunkel. Dieses Jahr hat es irgendwie durchgeregnet und der Baum hat schön geglänzt und das war überhaupt kein Thema, dass es so früh war. In den letzten Jahren haben wir das auch relativ früh gemacht und ich habe mich daran gewöhnt, Weihnachten ist irgendwie bei uns nicht 20 Uhr, sondern 14 Uhr. Und dann haben wir gemütlich gegessen und die Vorspeise genossen und dann haben wir gemütlich Sushi gegessen und wir haben ganz viele verschiedene Arten von Sushi bestellt, mit Gemüse, mit ein bisschen Fisch für meinen Mann und auch die Kinder lieben zum Beispiel diese Gurkenmakis, Avocado-Makis und ich habe mir da wieder so ein Special-Paket gewünscht und das wurde auch gut geliefert. Ja, man kann es auch leicht machen. Und zum Nachtisch gab es ein Pflaumen-Zimt-Eis, was sehr gut gelungen ist. Das muss ich euch auch nochmal nächstes Jahr abdrehen. Das ging relativ einfach und ich war doch überrascht, dass es so gut geworden ist. Gerade mit Eis ist ja immer so eine Sache, aber das habe ich in der Backform gemacht und das ist echt gut gelungen. Und am ersten Weihnachtstag waren wir mit der Familie in einem Restaurant essen, hier in der Nähe. Und das machen wir immer ganz gerne. Wir haben ja in der Nähe so ein Lieblingsrestaurant. Da kann man mit Kindern auch ganz gut hingehen und das ist sehr, sehr lecker und da findet jeder was zu essen.
Und das war so ganz lecker, da haben wir uns alle getroffen und den Tisch, den habe ich echt schon im Oktober reserviert, weil das Restaurant gerade um die Weihnachtszeit sehr beliebt ist. Nee, stimmt nicht, das Restaurant ist eigentlich immer beliebt. Und gerade wenn so ein paar mehr Personen kommen, kann man sich nicht in jede Ecke quetschen und deswegen habe ich früh reserviert, es war einfach nur herrlich. Am zweiten Weihnachtstag, da haben wir nichts gemacht, doch ich war morgens beim Reiten, ich bin früh aufgestanden, der Rest hat hier geschlafen und ich fand es auch gut, konnte ich morgens in Ruhe zum Pferd gehen, geritten bin ich nicht, aber habe so ein bisschen einfach ein bisschen rumgetüdelt und ein bisschen versorgt und dann war ich auch wieder zu Hause. Und dann haben wir hier ganz viel gespielt und ich habe noch ein bisschen Kuchen gebacken und nichts Besonderes, einfach nur frei gemacht. War echt gut. Ja, und dann war Weihnachten irgendwie auch schon wieder vorbei. Da war Dienstag und die Geschäfte öffneten wieder und ich musste wieder einkaufen gehen. Und dann war Weihnachten auch irgendwie wieder schon vorbei. Aber ist ja trotzdem immer wieder schön. Silvester haben wir ja seit Jahren hier so ein kleines Ritual. Wir machen hier bis zum Abwinken so Kinderdisco. Also wir machen natürlich mit. Also wir legen hier verschiedene Musikrichtung auf, von Kinderliedern bis unsere Lieblingslieder. Also wir haben so eine Playlist uns zusammengestellt und jeder hat seine Lieblingslieder da drauf und das ist echt lustig, weil jeder hat hier echt seinen eigenen Musikgeschmack. Ja, und dann geht's hier echt ab. Also wir haben ein offenes Wohnzimmer, wie man hier auch so ein bisschen erkennen kann. Hier ist die Küche und da hinten geht's noch ab ins Wohnzimmer. Es ist so mittelgroß. Unser Haus hat so um die 137 Quadratmeter, also auf zwei Ebenen. Jedenfalls steht hier nebenan eine gemütliche Couchlandschaft. Und man kann da so ganz gut vortanzen. Und die Kinder lieben das und wir finden das irgendwie auch lustig. Das kam durch einen Zufall, dass wir irgendwie Kinderdisco gemacht haben, weil wir dachten, Mensch, ein bisschen Bewegung. Und die Kinder waren da so aufgeregt und die waren noch relativ klein früher. Und dann hat mein Mann irgendwie angefangen, so rumzutanzen. Und die Kinder fanden das mega und wollten gar nicht mehr, dass wir aufhören. Und deswegen sind wir hier Silvester so ein bisschen durchgeknallt sozusagen. Ich glaube, es ist besser, das niemandem zu zeigen, weil es ist schon ein sehr lustiges Ritual. Jedenfalls wird dann getanzt. Mein Mann und ich klinken uns dann irgendwann aus, weil irgendwann ist dann auch mal gut. Aber die Kinder machen immer weiter und die haben ganz lustige Lieblingslieder aus den letzten paar Jahren. Und dann wird hier ordentlich getanzt. Dann haben wir Bleigießen gemacht. Meine Tochter wollte das dieses Jahr explizit machen, um die Zukunft vorauszusagen, die natürlich rosig ist. Und das war auch ganz lustig. Und dann haben wir Berliner gegessen und verschiedene Sachen gemacht. Und neben der Tanzerei gab es auch was zu essen. Wir haben Berliner gegessen und ich habe asiatische Nudeln gemacht und die Kinder haben das dieses Jahr auch gegessen und ja, das war eigentlich auch so ganz im Familienkreis, ganz relaxed. Um Mitternacht waren alle noch wach. Das war das erste Jahr, dass alle hier noch wach waren und dann sind wir nach draußen gegangen in den Garten, haben mit Knallerbsen geknallt, mit Wunderkerzen und wir hatten so Mini-Feuerwerk, also so dezent. Eher was für die Augen als was für die Ohren und dann haben wir so ein bisschen geknallt und dann durften die Kinder noch einen Film sehen und haben auch echt radikal durchgehalten, also echt lange. Der Kleinste nicht, der ist nachher so beim Film weggesackt, aber die anderen, die haben ganz schön lange Fernsehen geguckt. Ich finde ja gerade zu Hause bleiben echt auch mal gut, gerade wenn man immer viel im Auto unterwegs ist oder wenn man oft los muss, dann finde ich das echt schön und ich glaube, alle haben das genossen. Und nächstes Jahr haben wir was völlig anderes geplant. Da ist unser jüngstes Kind dann auch schon 4 und dann sind sie irgendwie 9 und 7 und dann wollen wir mal wieder ein bisschen auswärts feiern gehen. Ist auch mal cool. Die letzten Jahre haben wir hier verbracht und ich glaube, nächstes Jahr feiern wir mal wieder auswärts. Aber wer weiß, vielleicht bleiben wir auch bei unserer Kinderdisco hängen. Und Henry wollte wissen, ob ich lieber hier auf dem Lande Auto fahre oder ob ich lieber in der Stadt Auto fahre. Ich hatte ja ein Food Diary für euch abgedreht im letzten Jahr. Und da hatte ich relativ viele Zwischensequenzen so gedreht und bin mit euch viel rumgefahren, wie auch häufig. Und er hat mich dann gefragt, ob ich lieber auf dem Land hier fahre oder lieber in der Stadt, weil ich wurde so ein bisschen eingeparkt in der Stadt und habe euch dann auch berichtet, hey, ich kann gerade nicht losfahren, weil jemand hinter mir steht. Und mir ist es eigentlich egal. Also ich habe ja nicht immer auf dem Lande gelebt. Ich habe auch, als ich junge Erwachsene war, immer in der Stadt gewohnt. Und zwar im Schanzenviertel. Und das ist relativ zentral, würde ich sagen. Das ist da um den Fernsehturm herum und bei St. Pauli in der Nähe. Und da tobt schon das Leben. Damals, als ich Fahrschule gemacht habe, war das auch in der Stadt. Also ich habe hier nicht auf dem Lande Autofahren gelernt, sondern mitten in der City und habe meine Fahrprüfung auch damals in so einem Industriegebiet und in der City
City ablegen müssen. Und das war überhaupt kein Problem. Mit Autofahren habe ich generell kein Problem. Ich fahre gerne Auto, obwohl es auch mal andere Phasen ganz früher gab. Aber ich fahre wieder sehr gerne Auto und ich fahre auch viel Auto und bin, würde ich sagen, eine sehr routinierte Autofahrerin. Und einige von euch wissen ja auch, dass ich früher mal auf Mallorca gearbeitet habe. Und da habe ich auch super viel Auto fahren müssen. Da gab es irgendwie keine Bahnverbindung zum Arbeitsplatz und da musste ich super viel Auto fahren. Dagegen ist das, was ich hier mache, gar nichts. Also ich finde das Autofahren hier auf dem Lande entspannter. Es sind größere Straßen und meistens kann man da auch schneller fahren. Nicht, dass ich super gerne schnell fahre, aber wenn 70 oder 100 erlaubt ist auf der Landstraße, dann ist das irgendwie entspannter. Die Straßen hier am Landrand sind super ausgebaut und hier geht es oft nur geradeaus. Und in der Stadt ist es ja so, dass die Ampeldichte sehr hoch ist. Wenn ich so 3-4 Kilometer stadteinwärts fahre, merke ich schon, dass das wirklich sich sehr verändert vom Verkehrsfluss. Also hier geht's noch, finde ich, aber so 3 Kilometer stadteinwärts, dann geht's wirklich ab. Und es ist sehr voll meistens in der Stadt. Es stört mich nicht, weil ich weiß, ich stelle mich ja darauf ein. Wenn ich in die Stadt fahre, dann wird es peu à peu voller. Aber natürlich habe ich lieber leere Straßen, wie zum Beispiel morgens früh, wenn ich zum Pferd fahre. Am Wochenende manchmal fahre ich ja auch um 7 Uhr morgens eben in den Stall. Und da ist wirklich wenig los. Und das finde ich echt angenehm, wenn da irgendwie weniger Verkehr ist. Was ich in der Stadt super nervig finde, es kommt drauf an, wohin man fährt, ist die Suche nach einem Parkplatz. Und das kann echt nervig sein. Manchmal, wenn ich Termine mache, die in der Stadt sind, dann mache ich die manchmal extra zu Uhrzeiten, wo ich genau weiß, hey, da geht noch was. Weil Parkplätze zu bekommen in der City ist entweder teuer oder total nervig. Also ich fahre da oftmals 20 Minuten rum und suche und suche und suche. Nun fahre ich auch ein schon größeres Auto und kann nicht in jede Parklücke rein. Also ich brauche schon echt eine gute Lücke. Und das finde ich echt nervig, aber ansonsten geht beides. Ich fahre gerne auf dem Land, ich fahre gerne in der Stadt. Ja, aber das Autofahren hier auf dem Lande ist schon etwas entspannter. Kurz vor Weihnachten selber und über Silvester habe ich auch super viele Fragen von euch per Mail erhalten. Viele von euch haben mir geschrieben, dass es ihnen sehr geholfen hat, dass ich zum Beispiel die vegane Bratensoße hochgeladen habe. Und vielen Leuten scheinen doch auch milchfreie Rezepte echt zu helfen. Ich habe ganz viele Mails bekommen und auch viele Messages jetzt über Facebook, dass viele gar nicht mehr Milch vertragen können, dass sie darauf verzichten sollen, weil sie Allergien haben oder weil der Arzt oder die Heilpraktikerin ihnen einfach mal rät, ein bisschen die Milch zu reduzieren. Jedenfalls ist die Nachfrage nach milchfreien Rezepten und auch nach Milchalternativen echt hoch geworden. Also das kann ich auch an euren Reaktionen und an euren Fragen merken. Und natürlich sind darunter auch viele Menschen, die sagen, Mensch, ich möchte einfach weniger Tierprodukte essen oder ich möchte gar keine Tierprodukte mehr essen. Ja, und natürlich findet man auf meinem Kanal auch echt viele davon. Und weil sich das so gehäuft hat, habe ich gedacht, Mensch, ich schreibe doch mal einen Blogpost darüber. Ich schreibe mal darüber, wie ich die wichtigsten Milchprodukte, so wie Milch an sich und Butter und Sahne und Quark und Joghurt, wie ich das in meinem Alltag ersetze und wie ich das sehe und wie ich das so handhabe. Und wen das auch interessiert, der klickt sich mal auf meinen Blog. Milchfrei heißt das Ganze. Und da habe ich so ein bisschen gesagt, wie ich das so handhabe und wie ich die meisten Milchprodukte ersetze. Und Grete hat mich über Facebook gefragt, warum ich mir nicht früher schon ein Pferd gekauft habe, wenn ich doch als Kind und als Jugendliche immer auch geritten bin und so viel Freude daran habe. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Interessiert sie einfach. Und ja, vielen Dank für deine Frage. Vielleicht wäre es schon ein paar Jahre früher gegangen, aber zeittechnisch war das sehr knapp bei mir, weil ich habe in den letzten Jahren ja auch 3 Kinder bekommen und meine ersten beiden Kinder sind 2 Jahre auseinander und das letzte Kind ist vom mittleren Kind 3 Jahre auseinander, also sie liegen recht kompakt zusammen und ich hatte relativ wenig Phasen zwischendurch, wo ich mal nicht schwanger war. Und ich habe das schon mal, als meine Tochter kam, war ich schon mal so ganz kribbelig, als ich wieder anfing zu reiten und habe so gedacht, ah, jetzt mache ich das und jetzt möchte ich gerne. Und da habe ich aber nochmal auch kalte Füße bekommen, habe gedacht, nee, das ist vielleicht nicht so gut, weil wir wünschen uns auf jeden Fall noch ein zweites Kind. Das stand relativ schnell fest. Und da habe ich auch gedacht, wenn ich mir jetzt ein Pferd kaufe und wenn ich jetzt schwanger werde,
definitiv kann ich dann nicht mehr so viel reiten und wer weiß auch was ist und das wäre sehr stressig geworden und da habe ich gedacht, nee, nachher kann ich dem Pferd nicht mehr gerecht werden. Ich war mir irgendwie unsicher und das war so kein gutes Gefühl. Also habe ich Abstand genommen davon, vom eigenen Pferd und habe gesagt, okay, dann mache ich als Reitbeteiligung weiter. Es hat sich auch flott was ergeben und dann war ich auch damit total glücklich. Ja, und irgendwie mit der Geburt des zweiten Kindes habe ich auch länger nicht mehr an ein eigenes Pferd gedacht. Weil wenn die Kinder so klein sind und wenn man auch viel stillt und vielleicht zu Hause ist und wenig schläft, und das war doch irgendwie so, dass ich jetzt nicht gedacht habe, bei zwei kleinen Kindern, hey, ich brauche noch mal eine neue Aufgabe. Ich glaube, ich war da relativ gut beschäftigt. Und als das dritte Kind dann kam, war es irgendwie auch nicht der richtige Zeitpunkt, weil mit drei kleinen Kindern ist da irgendwie nicht weniger Arbeit und das hätte mich ehrlich gesagt auch überfordert. Ich muss das Gefühl auch haben, Mensch, ich habe Zeit für das Pferd, ich habe jetzt so ein bisschen Leerlauf und kann das gut schaffen. Und ich glaube, das habe ich ganz gut eingeschätzt und ich glaube, es ist ganz gut, dass es jetzt erst soweit gewesen ist. So als Jugendliche oder als Kind war das finanziell überhaupt nicht möglich. Also meine Eltern konnten mir das auf keinen Fall finanzieren. Meine Eltern haben mir das Reiten schon finanziert und das war damals echt schon ganz schön teuer. Wir haben in der Nähe von so einem Privatstall gewohnt und ich hatte das Glück, relativ schnell eine Reitbeteiligung zu bekommen, die auch finanziell in einem guten Rahmen war. Wäre das so ein bisschen teurer gewesen oder hätte das Ganze 100 Mark damals gekostet, damals war es ja noch D-Mark, dann wäre das Ganze auch überhaupt nicht gegangen. Ich habe meine Reitstunden auch ehrlich gesagt eine lange Zeit durch Mitarbeit finanziert, weil meine Eltern konnten mir Reitstunden in einem klassischen Reitstall, wo man reiten lernt, nicht finanzieren. Ich habe mir hier beim Privatstall um die Ecke praktisch so einen Pferdejob gesucht. Ich habe gefragt, ob ich helfen kann, ob ich bei der Ernte helfen kann, ob ich Pferde rein und rausbringen kann, was ich machen kann und ob jemand vielleicht eine Pflegerin braucht oder ob ich irgendwie helfen kann. Damals war ich relativ jung, aber ich fand das irgendwie total gut und ich wollte auch gar nicht in erster Linie reiten. Ich wollte mich einfach mit Pferden umgeben und so ein bisschen Stallluft schnuppern. Ich hatte auch Glück, dass es ein toller Privatstall war und die Leute relativ offen waren und relativ schnell haben sich Leute gefunden, die gesagt haben, ja, ich arbeite, ich habe super wenig Zeit auszumisten und ehrlich gesagt habe ich da so einen Nerv getroffen, weil bei unserem Stall war es damals so, dass man Stallmiete gezahlt hat und relativ viel selber machen musste. Die Pferde wurden morgens gefüttert und auf die Weide gebracht, aber alles andere wie reinholen, wie abends füttern und so, das musste man alles damals selber machen. Ich weiß, dass es heute an diesem Stall nicht mehr so ist, das ist heute ein Full-Service-Stall, aber damals war das so. Ich habe damals auch super wenig Reitunterricht genommen. Es war einfach, setz dich rauf, probier mal aus, wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, ist halt nicht gut, dann kannst du das Pferd halt nicht reiten und deswegen, früher war es ein bisschen anders. Natürlich war es immer ein Traum, aber ich habe lange auch nicht die Notwendigkeit gesehen, weil ich immer was zum Reiten irgendwie gefunden habe. Aber ich habe immer Glück gehabt, ich bin immer auf Menschen getroffen, denen ich helfen konnte und denen es auch geholfen hat, wenn sie ihr Pferd nicht täglich reiten konnten oder wollten. Und so war das total optimal, aber ein eigenes Pferd wäre damals als Kind oder als junge Erwachsene nicht möglich gewesen. Und Julia hat mich gefragt, ob es schon mehrere Rezepte über Brotaufstriche gab. Sie hat mir erzählt, dass sie gerne mehr Brotaufstriche selber machen möchte und ja, es gibt schon ein paar Brotaufstriche. Auf meinem Kanal, ihr könnt ja mal schauen, gibt es auf jeden Fall viele, viele Playlisten. Und wenn man darauf geht, dann werdet ihr auch die Playlist Brotaufstriche finden. Es gibt auch noch andere Playlists vom Friends Day und von Gemüserezepten und von Pasta-Rezepten und von Reisgerichten. Ich habe verschiedene Playlists angelegt, zum Beispiel auch FMAs oder jetzt irgendwie nur Food Diaries oder nur What I Ate Today Videos. Und da könnt ihr euch immer dann diese Videos Kategorie raussuchen und das dann ganz entspannt schauen. Also es gibt ganz viele Brotaufstrichrezepte, natürlich sehr lecker. Ich bin ein Riesenfan vom Brotaufstrichen, vor allem vom Selbermachen. Die Playlist habe ich dir jetzt nochmal aktuell in der Infobox verlinkt, damit du auch leckere Brotaufstriche selber machen kannst. Und Margarita hat mir geschrieben und sie hat mich gefragt, was ich für einen Safter habe. Und das habe ich letztes Mal schon beantwortet, im letzten Friends Day. Und den verlinke ich dir nochmal in der Infobox. Da habe ich relativ ausgiebig über meinen Entsafter gesprochen.
Jedenfalls, es ist in der Infobox verlinkt. Und sie fragt, was ich meinen Kindern zu naschen gebe, wenn sie denn naschen möchten. Also es gibt hier nicht täglich Süßigkeiten, da bin ich eine ganz schreckliche Mutter. Aber es gibt natürlich Süßigkeiten und das auch nicht so wenig. Gesunde Ernährung ist wichtig, aber ich finde auch, dass man ein gesundes Mittelmaß irgendwie hat. Ich finde hin und wieder Süßigkeiten lecker, aber ich finde, das muss im Rahmen bleiben. Und es kommt darauf an, ob die Kinder auch gut essen. Sie haben manchmal Phasen, wo sie irgendwie sehr wenig essen, wo ich dann schon denke, so, was ist da los? Und da muss man natürlich, wenn die Kinder so schlecht Esserphasen haben, nicht noch so viel Süßigkeiten oben rauf haben. Weil eines meiner Kinder zum Beispiel relativ schnell satt ist und da reicht ein halber Schokoriegel und dann wird nichts anderes mehr gegessen. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Aber ich schaue natürlich auch, was meine Kinder gerade so gerne mögen. Manchmal sind wir auch unterwegs und dann kriegen die dann Eis oder neulich waren wir im Einkaufszentrum und dann wollten die da auch irgendwelche Kuchen haben. Das ist alles kein Problem. Oder beim Bioladen hier haben sie auch so ihre Lieblingsschokoriegel. Und aber manchmal sind wir auch irgendwo anders und die wollen ganz normales Eis. Manchmal gehen wir auch zum Schwimmen und dann gibt es danach noch ein Eis. Es ist so unterschiedlich und meine Kinder essen natürlich auch gerne Gummibärchen, so eine Kaubonbon. Meine Tochter steht zum Beispiel sehr auf diese Müsli-Riegel auch von Alnatura, die mit Banane und Schokolade, opa gesund. Ein richtig gutes Frühstück. Jedenfalls gibt es die hier auch und es gibt verschiedene Sachen. Und hier gibt es ja eine relativ abwechslungsreiche Küche. Ich backe auch relativ viel selber. Meine Kinder mögen den Zitronenkuchen gerne und Brownies. Die kriegen regelmäßig was, aber nicht täglich und es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber natürlich bekommen sie und essen sie auch Süßigkeiten. Meine Wäsche wird auch schon weniger und es wird draußen schon wieder dunkel. Das ist echt das Nervige an dieser Jahreszeit, dass es so früh dunkel ist. Mir fällt das irgendwie erst jetzt richtig auf. Aber die Lichtverhältnisse sind echt bescheiden, obwohl wir jetzt hier echt große Fenster auch im Haus haben. Aber Gott, es ist so deprimierend. Aber wir müssen noch durchhalten. Ich glaube, bis April, bis es dann wieder abends richtig gut hell ist. Und relativ viele fragen immer wieder, ob das hier meine Naturhaarfarbe ist, die ich habe oder was ich irgendwie nehme, um meine Haare zu kolorieren. Und ich bin immer ganz verwundert, weil ich einfach keine besondere Haarfarbe habe, aber ich das immer wieder gefragt werde und ich glaube, ich weiß jetzt auch warum. Und zwar haben wir hier im Wohnbereich verschiedene Lampen, also wir haben drei gleiche Lampen und die haben einen kupferfarbenen Schirm. Also innen ist der Kupfer und außen ist der Lampenschirm schwarz und ich glaube, das schimmert immer so ein bisschen rötlich und ich glaube, deswegen denken immer viele, dass ich meine Haare so ein bisschen koloriert habe. Es ist auch immer unterschiedlich doll. Also wenn ich hier meine YouTube-Lampen auffahre, dann leuchtet es manchmal so ein bisschen rötlich. Wenn das Licht ein bisschen weniger ist, dann ist es ein bisschen orange. Und manchmal fällt es auch gar nicht auf. Ja, und wer auch so eine Haarfarbe will, der fährt zu Ikea und kauft sich da Lampen mit kupferfarbenem Schirm von innen. Und dann leuchtet es bei euch auch so ein bisschen rötlich. So, andere Location. Es scheint die Sonne. Und ich war gerade am Pferd und jetzt muss ich hier schnell zurückfahren. Aber vorher beantworte ich noch ein paar Fragen. Und Carla möchte gerne wissen, was ich am allerliebsten mache, wenn ich abends Feierabend habe oder wenn ich abends Zeit habe. Am allerliebsten mache ich nichts. Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat jetzt gleich Zeit. Das stellt sich bei mir relativ selten ein, weil einfach man als Mutter praktisch selten Feierabend hat. Klar gehen die Kinder abends natürlich ins Bett, aber es ist noch relativ lange was, bis dann wirklich im Hause Ruhe einkehrt. Daran gewöhnt man sich mittlerweile und wenn dann abends alles schläft und ich bin für mich, dann versuche ich wirklich sehr schnell runterzufahren und das habe ich in den letzten paar Jahren wirklich gelernt. Also wenn ich merke, ich habe Zeit, dann kann ich von jetzt auf gleich total umschalten. Ich lege so einen Schalter rum und bin tiefenentspannt, weil ich auch nie genau weiß, wie lange der Zustand der Ruhe und des Friedens denn anhält. Weil es ist schon häufiger der Fall, dass abends noch mal ein Kind kurz wach wird, noch mal kurz runterkommt, noch mal gucken möchte, noch mal fragt, ob es schon morgens ist. Die Sonne ist schon ganz schön krass. Ich hätte meine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Die habe ich natürlich zu Hause vergessen, weil ich dachte, es ist irgendwie Winter. Aber auch hier im Norden ist der Winter super sonnig, der Beweis heute. Und ja, was mache ich am liebsten? Am allerliebsten mache ich mir abends was Leckeres zu essen und esse es dann auch in Ruhe. Weil das ist auch so eine Sache, die
so selten vorkommt, dass ich mal in Ruhe essen kann. Wenn ich zum Beispiel koche, das Essen ist fertig, kommt es relativ häufig vor, dass ich was anderes machen muss oder dass was anderes wichtiger ist. Und ich esse regelmäßig lauwarmes Essen, wenn es überhaupt noch warm ist. Und dann muss ich es doch nochmal wieder aufwärmen oder meistens esse ich es auch kalt, weil ich es mir nicht so umständlich machen möchte. Hört sich jetzt krass an, aber für mich ist das total schön. Und dann läuft auch echt nicht mehr viel. Ich lege mich total gerne auf die Couch und lese ein bisschen oder ich gucke ein bisschen Netflix oder ich mache was ganz anderes. Oftmals schneide ich auch noch einen Film oder fotografiere was oder mache irgendwie was ganz anderes. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, worauf ich auch Lust habe. Ja, oder wenn ich abends Ruhe habe, dann gehe ich auch noch mal in die Planung für meinen Kanal oder für meinen Blog oder schreibe irgendwelche Einkaufslisten oder schaue, wie die Woche so verläuft, wo ich vielleicht noch mal was machen kann und wo vielleicht was gemacht werden muss. Mir hilft es auch unheimlich, so abends mir nochmal so einen Überblick zu verschaffen über das, was kommt. Weil es sind doch immer wieder auch Sachen, die ich irgendwie bedenken muss oder die ich noch besorgen muss oder ja, die irgendwie gemacht werden müssen. Und deswegen verschaffe ich mir auch abends einfach nur einen Überblick über die Restwoche oder über den kommenden Tag. Auf jeden Fall ist meine Lieblingsbeschäftigung entspannen und nichts tun. Und Ramira hat mir über Facebook geschrieben und wollte mal fragen, ob ich mir auch vorstellen könnte, meine Haare kurz zu schneiden. Also so ein richtiger Kurzhaarschnitt oder so einen ganz, 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 ganz kurzen Bob oder... Also zurzeit kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich hatte schon mehrfach einen Kurzhaarschnitt. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall noch jünger. Zweimal. Einmal habe ich mir als Kind die Haare komplett abschneiden lassen und einmal, da war ich ja jugendlich. Ja, da hatte ich auch kürzere Haare oder kurze Haare. Meine Haare wachsen eigentlich relativ schnell, deswegen war ich da recht schnell wieder raus. Musste aber auch für mich feststellen, dass das irgendwie nicht so ein gutes Gefühl war. Also ich habe lieber lange Haare und längere Haare und sehe mich da auch eher. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt so mega an seinen Haaren hängt. Es gibt ja auch so Frauen, die wirklich ihre Haare ganz lang züchten und wirklich fast nie schneiden oder nur schneiden, wenn sie müssen und sehr empfindlich sind mit ihren Haaren. Und wenn die Haare dann mal so ein bisschen kürzer geraten sind oder auch ein bisschen verschnitten sind, dann sind sie todunglücklich, was ich super verstehen kann. Aber ich bin so, wenn es ein bisschen kurz geworden ist, und das ist mir auch schon mal passiert, dann habe ich gedacht, na ja, gut, in 3 Wochen ist es irgendwie vorbei und dann sind die Haare nicht mehr so kurz. Und wenn mal was schief gelaufen ist mit dem Friseur, war ich jetzt auch irgendwie so, okay, es ist Winter, ich ziehe eine Mütze auf. Ich bin da irgendwie nicht so empfindlich, was meine Haare angeht. Obwohl ich natürlich schöne Haare auch schön finde und es natürlich auch dazu beiträgt, dass ich mich wohlfühle. Aber mein Gemütszustand ist jetzt nicht abhängig von meiner Haarlänge. Aber ein Kurzhaarschnitt ist zurzeit nicht geplant. Wäre mal eine Idee. Nee, ich glaube doch nicht. Nee, das kann ich mir zurzeit echt nicht vorstellen. Und Sophia möchte gerne wissen, ob ich in meinem Leben schon mal eine Diät gemacht habe. Und wenn ja, welche das war und ob sie erfolgreich war. Sophia, da fragst du voll die Falsche. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Diät gemacht, weil ich habe da noch nie den Sinn irgendwie drin gesehen. Ich hatte jetzt irgendwie auch nie den Grund, eine Diät zu machen, obwohl ich im jugendlichen Alter auch jetzt nicht ganz so mega schlank war. Ich bin ja auch so ein sportlicher Typ. Ich bin weder dünn, noch bin ich irgendwie dick oder pummelig. Ich bin völlig normal, würde ich jetzt sagen. Ich war ja sehr lange sehr viel sportlich tätig und ich bin so ein Typ, ich baue auch relativ schnell Muskeln auf und habe jetzt auch jetzt keine ganz, ganz dünnen und ganz schlanken Muskeln, sondern wenn ich Muskeln aufbaue, sind die dann auch da. Also dann habe ich auch Oberarme und ordentlich Oberschenkel und dann habe ich auch guten Hintern und ich bin auch kein Typ, der jetzt sehr dünnlich ist. Ich bin aber auch so ein Typ, deren Gewicht natürlich schwankt. Also ich habe da mal Phasen, da wiege ich dann mal 5 Kilo mehr und ich habe dann auch nicht das Gefühl, dass es mir damit irgendwie schlecht geht oder dass ich zu dick bin oder es fällt mir schon auf, aber ich fühle mich dabei meistens gut und meistens hat es auch einen Grund, warum der Körper dann gerade das Gewicht hält. Und dann habe ich zum Beispiel auch Phasen, wo ich Gewicht verliere, weil ich mich unheimlich viel bewege. Nicht, weil ich sehr viel Sport mache, sondern weil es einfach so ist. Ich finde das auch völlig normal und man sollte auch nicht so Gewicht fixiert sein. Also ich gucke mir eher an, wie das aussieht. Ich merke dann schnell, wenn meine Hose enger wird oder wenn ich mich irgendwie nicht mehr wohlfühle.
Und ich finde, darauf kommt es letztendlich an. Deswegen habe ich noch nie eine richtige Diät verfolgt. Jedenfalls so, okay, jetzt die Ananas-Diät oder Low Carb oder keine Ahnung, welche Diäten. Ich bin da auch kein Fan von. Und ich habe mich auch aus beruflichen Gründen sehr viel mit Diäten befasst. Und meine Meinung dazu ist sehr negativ. Also Diäten, die man irgendwie kurz mal macht, die stressen den Körper sehr. Sie wirken meistens kurzweilig, aber da man meistens diese Ernährungsart jetzt nicht so beibehalten kann, weil sie einfach auf Dauer ungesund wäre. Wenn die Diät vorbei ist und man einigermaßen wieder normal isst oder in seinen Alltag zurückkehrt, dann kommt der Jojo-Effekt und haut meistens noch 3 Kilo mehr rauf. Also wer Gewicht reduzieren möchte, sollte das einfach mit gesundem Sport tun, mit etwas mehr Bewegung. Und ich würde erstmal immer an der Bewegungsschraube drehen und nicht an der Kalorienschraube. Das muss doch jetzt nicht immer radikaler Sport sein. Es kann auch abends nochmal regelmäßig ein Spaziergang sein. Das kann nochmal ein kurzer Walk durch den Wald sein. Ich gehe zum Beispiel jetzt öfter mit meinem Pferd auch spazieren. Nicht, weil ich irgendwie abnehmen möchte, sondern weil ich meinem Pferd das Gelände zeigen möchte. Und ich merke, dass auch so eine halbe Stunde stramm gehen wirklich auch viel bringt. Also Diäten bin ich kein Fan von. Empfehle ich auch niemanden. Und weil es geht auch immer anders. YouTube gucken, etwas kochen, etwas Wäsche legen. Das kann man super kombinieren. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es so ist. Und ich möchte euch nochmal auf die letzte Friends Day Folge sozusagen aufmerksam machen. Die habe ich euch hier an der Seite verlinkt. Ansonsten schreibt mir eure Fragen gerne runter in die Kommentare. Wie immer, ihr wisst, ihr könnt mir auch Mails schreiben oder über Instagram Fragen stellen oder via Facebook. Ich bin für alles offen. Und jetzt habt einen tollen Tag. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ab 13.30 Uhr geht es hier weiter. Und wer Lust hat, der schaut auch nochmal auf meinem Blog vorbei. Und mehr gibt's nicht zu sagen, würde ich sagen. Also bis Freitag, macht's gut und tschüss.